Hallo ihr lieben Krebsis, hier ist Julia von Weil du schön bist. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast für deine Kartenlegung mit dem Lenormand für den Monat Juni 2020. Ich werde wie immer eine kleine Einstimmung machen mit meiner wundervollen Klangschale, die jetzt bereits vor mir darauf wartet, benutzt zu werden. Und ein paar heilende Klänge und entspannende Klänge vor allem auch aus dem Herzen von Avalon zu euch zu senden. Und wenn du das nicht möchtest, dann gehst du jetzt auf 2 Minuten 30. Das ist, wo du dann auch deine Karten siehst. Und da geht's mit deiner Kartenlegung los. Diese Kartenlegung ist immer für dein Sonnenzeichen, Mondzeichen oder auch für den Aszendenten. Schau einfach, mit welcher du am meisten resonierst. Und für alle, die jetzt noch da sind und gerne diese Entspannung genießen wollen, ihr dürft einmal eure Augen schließen. Ihr könnt einmal tief in den Bauch einatmen. Und dann beim Ausatmen Anspannungen loslassen. Dann werde ich jetzt einmal die Karten für euch auslegen und einmal die Kamera umstellen. Okay, also, was ihr einmal sehen könnt, ist das Lenormand. Und du selber bist auch hier als die Frau und der Mann ist dein Partner, Ex-Partner oder auch die Person, die einfach am meisten oder am wichtigsten gerade für dich ist. Also, das könnte auch jemand sein, den du gerade datest, wo du dich fragst, hey, entwickelt sich das vielleicht in einer Beziehung? Genau. Das ganze Geschlechter unspezifisch oder unabhängig. Das heißt, auch wenn du als Mann schaust, bist du die Frau. Auch ja, wenn du auf Frauen stehst, ist das hier trotzdem eben die Person, die eben dein Gegenüber zeigen würde. So, was haben wir denn hier? Du selber bist im Hause des Fuchses und du denkst auch über den Fuchs nach. Der Fuchs, ich habe das Gefühl, dass es hier in dem Fall um irgendeine, also der Fuchs kann zwar für deine eigenen Bedürfnisse stehen, das heißt, es kann wirklich sein, dass du sehr auf deine eigenen Bedürfnisse gerade fokussiert bist. Es kann hier aber auch um Täuschung und Illusionen gehen und vielleicht so ein bisschen Trug. Und du denkst da auch drüber nach. Also da scheint irgendwas quasi in deinem Energiesystem zu sein, wo auch du darüber nachdenkst. Wo vielleicht, wo du nicht genau weißt, ist da jemand ehrlich und aufrichtig oder spricht da jemand die Unwahrheit? Kann ich der Sache so trauen? Vielleicht denkst du aber auch selber über eine Sache nach, wo du selber der Fuchs sein musst, um eben deine Bedürfnisse zu erfüllt bekommen, um eben das aus der Situation rauszubekommen, was du gerne möchtest. Das heißt, es kann sein, weil der Fuchs auch sehr, sehr intelligent ist, dass du selber jetzt überlegen musst, okay, dass du selber quasi intelligent sein musst und schauen musst, okay, wie kriege ich denn das aus der Situation raus, was ich gerne möchte. Wie gesagt, mit dem Fuchs haben wir manchmal auch diese oder sehr häufig eigentlich die Energie, dass man eben eventuell auch so ein bisschen listig sein kann. Also hier Listigkeit, wenn das das deutsche Nomen ist, würde eben auch diese Situation hier noch mehr beschreiben. Schauen wir mal, worum es hier geht. Also, hier ist irgendwas in der Liebe, in deinem Liebesleben. Wir sehen grundsätzlich, hier sind Liebesbriefe oder Kommunikation über Gefühle und Liebe.
Das kann nun natürlich sein, dass hier wirklich die Liebe geteilt wird, also beziehungsweise mitgeteilt wird und man wirklich über Gefühle redet hier. Es kann sein, dass wenn du gerade jemanden kennengelernt hast, dass da eben Nachrichten ausgetauscht werden. Ja, die Frage ist hier, ist die Liebe so aufrichtig, ne? Ist das so richtig, ist das falsch? Oder ist jemand vielleicht nur nett, weil er eine gewisse Aktion bekommen möchte? Weil der Reiter ist Aktion, Unternehmungen treffen. Das kann hier quasi sehr selbst, und das kann natürlich immer auch, weil es an dir dran ist, ne? Das könnte jetzt die Energie einer anderen Person sein, die quasi in deinem Umfeld ist. Das könnte aber auch bedeuten, dass du gerade selber diese Energie hast und dass da irgendwas in deinem Liebesleben, was du zu deinem Vorteil nutzen kannst, um irgendeine gewisse Aktion oder Situation herauszubekommen aus der Sache. Normalerweise hier Aktionen treffen. Unterwegs sein, das kann eben auch hier der Fall sein. Wir sehen, hier ist eine Blockade und hier ist auch ein Konflikt. Konflikt ist im Hause des Bären, kann also deine eigene Kraft und dein eigener Einfluss sein, deine eigene Stärke, dass damit irgendein Konflikt ist, deine eigene Autorität. Es könnte aber auch sein, dass es hier um die Autorität jemand anderes geht, anderen geht, mit dem du da irgendwie im Konflikt bist, dass da irgendjemand ist, der ein bisschen höher gestellt ist und da eben ein Konflikt ist oder da Dinge eben geregelt und geklärt werden müssen. Der Bär grundsätzlich steht auch für die Elternschaft. Also es kann jetzt ein Lehrer sein. Es kann ein Chef sein, es kann aber auch ein Elternteil hier sein, wo du so ein bisschen im Konflikt mitstehst. Wir haben hier blockiert ist der Neuanfang oder blockiert ist eine Sache mit einem Kind, denn hier ist das Hause des Kindes. Da ist die Blockade auch in der Öffentlichkeit und die Öffentlichkeit ist auch hier dran. Das kann also sein, dass die Öffentlichkeit, die Gesellschaft, irgendeine größere Gruppe hier auch mit der Blockade vielleicht zusammenhängt und so, somit im Prinzip einen Neuanfang ein bisschen blockiert oder zumindest herausfordernd ist. Kommen wir gleich hier auch noch zu. Nee, kommen wir jetzt direkt zu. Wir sehen hier tatsächlich Arbeit und Stabilität, Neuanfang und Lösungen. Das ist quasi ein Hauptthema deiner Kartenlegung für den Juni. Wie gesagt, hier kann es um Stabilität oder Arbeit gehen. Da kommt irgendwas auf dich rein, da kommt irgendwas zu. Hier eben der Neuanfang. Grundsätzlich kann es hier auch immer, wie gesagt, um Stabilität und irgendwas mit einem Kind gehen. Und hier finden wir wirklich Lösungen. Lösungen, und Einfälle, die hier eben oben stehen. Kommen wir wieder einmal in deinen Umkreis zurück. Ja, wir haben hier, das kann sein, dass das ein Mann in der Öffentlichkeit ist, mit dem du hier zu tun hast. Und wir haben hier auch den Erfolg und das Glück liegen. Es kann sein, dass diese Person sehr selbstbewusst ist, sehr erfolgreich ist, sehr erfolgreich in der Öffentlichkeit auch gegebenenfalls. Es kann zu tun haben, dass diese Person irgendwas mit der Öffentlichkeit zu tun hat oder eben auch mit dieser Situation, wo irgendwas blockiert ist in der Öffentlichkeit. Ja, und hier grundsätzlich einfach eine mega starke Karte, wirklich die neben ihm zu haben, aber die ist natürlich auch hier neben dir. Und oder beziehungsweise an dir dran. Da wir die Konflikte hier auch haben, es könnte sein, dass hier Konflikt ist auch mit diesem Mann, sage ich jetzt einfach mal. Dreht es für dich um, wie es passt. Der ist auch im Hause der Entscheidung. Es kann also sein, dass hier eine Entscheidung getroffen wird oder dass es da mehrere Optionen gibt. Kann sein, dass der Mann mehrere Optionen hat. Aber ich habe das Gefühl, diesen Konflikt könnt ihr klären und dann haben wir hier eben auch die Sonne. Und es kann sein, dass genau das ist, worüber ihr redet, dass hier eben ein Konflikt ist. Deswegen ist auch hier Kommunikation im Herzen. Das könnte man auch für Kommunikation nehmen. Kommunikation, die etwas klärt, sodass dann hier auch die Sonne scheint und da ist es dann auch im Prinzip mit geklärt. Ja. Lass mich mal schauen. Der Mann denkt tatsächlich auch über dich nach. Es kann sein, dass der Mann hier nachdenkt über dich. Ist das so richtig oder ist das hier falsch? Was will ich eigentlich, ne? Dadurch, dass der Mann im Hause der Wege ist, haben wir auch die Option, dass jemand vielleicht ein bisschen entscheidungsunfähig ist. Schaut mal hier. Klee in seinem Haus. Auch hier haben wir eine gewisse Leichtigkeit, glückliche Zufälle, aber auch eine gewisse Unverbindlichkeit. Das kann also nun sein. Okay, nun klärt sich das Bild hier langsam so ein bisschen, dass diese Person ein bisschen entscheidungsunfähig ist und sich fragt, ist das so das Richtige? Ist das das Richtige oder Falsche mit der? Ich glaube, das kann sein, dass die Person eben so ein bisschen, so ein bisschen,
ja, unsicher ist. Es kann sein, dass diese Blockade dementsprechend, weil er ja auch hier was damit zu tun hat, wirklich auch auf dich und den Neuanfang sich bezieht. Eine Stabilität mit dem Neuanfang, wenn wir das jetzt mal nicht auf, also es kann auch als Arbeit gedeutet werden, es kann auch als beides gedeutet sein, aber hier haben wir eben den Neuanfang, der hier blockiert ist, aber da kommt auch eine Lösung rein. Ich habe das Gefühl, die Lösung ist Kommunikation in diesem Fall. Der Ring selber ist im Hause der Öffentlichkeit. Kann also sein, mit alleine der Karte haben wir die Möglichkeit, dass hier eine Beziehung öffentlich gemacht wird. Das kann hier durchaus sein. Schauen wir uns mal die Karten um, die um diese Beziehung her liegen. Hier kommt eine Transformation in die Beziehung und es kann durchaus sein, dass hier eine Beziehung jetzt öffentlich gemacht wird. Da müssen aber, wie gesagt, Dinge hier geklärt werden. Da müsst ihr wirklich ehrlich miteinander drüber reden. Wir haben gleichzeitig hier. Wir haben hier eine Trennung oder einen Rückzug von Gefühlen liegen oder jemand, der sehr verschlossen ist, was Nervosität und Stress und eben diese Blockade verursacht hier. Das lass mich mal sein. Es kann sein, dass halt gewisse Konflikte wirklich immer wieder auch so ein Rückzug. Das kann auch sein, dass das innere Konflikte sind, die immer wieder einen Rückzug. Moment. Ich habe das Gefühl, weil es ist andersrum, ich habe das Gefühl, es ist so, dass eben dieser Rückzug einen Konflikt verursacht, welcher Nervosität und Stress verursacht. Und da haben wir dann auch die Blockade, die eben neben dir ist. Und dieses ständige Zurückziehen, was eigentlich den Neuanfang so ein bisschen blockiert. Ich habe das Gefühl, dass deswegen hier auch das Thema Vertrauen oder Misstrauen eigentlich eher der ganzen Geschichte gegenüber auch in deinen Gedanken sich wiederfindet. Schauen wir doch nochmal weiter. Wir haben hier Unklarheiten. Unklarheiten und den Klee. Das könnte nun heißen, dass hier zwar Unklarheiten sind, es klärt sich aber, schaut mal hier, die Wolken werden heller, es klärt sich, glückliche Zufälle oder dass hier wirklich auch jetzt recht schnell ein Wissen und Fakten reinkommen über diese Beziehung und sich das dann klärt. Also die Beziehung haben wir hier auch nochmal angezeigt. Da haben wir die Liebe. Da sehe ich also, hast du definitiv Gefühle. Dürfte auch sehr schicksalhaft hier sein. Hier kommt eine Lösung in die Liebe. Wir haben hier Klarheit, dass du Klarheit über diese Partnerschaft bekommst. Ja, wir haben hier ehrliche Kommunikation liegen. Wir haben hier auch Sexualität, Überraschung, Anerkennung, Wertschätzung. Das ist alles da. Ich glaube, das Einzige, also das sieht hier soweit erstmal wirklich gut aus. Wir haben hier noch irgendwas, was im Stillstand ist. Irgendwas im Stillstand in deinem Privatleben oder eben in deiner unmittelbaren Umgebung, was grundsätzlich eben diese Unfähigkeit des Herrn hier zeigen kann, sich zu entscheiden. Von daher, aber wie gesagt, wir haben hier eben auch diese Lösung, die da reinkommt. Ich habe das Gefühl, ich sehe hier eine Situation, wo du wirklich mit jemandem auch relativ eng bist, aber der will sich nicht so wirklich festhalten. Festlegen. Durch Gespräche können hier Lösungen tatsächlich gefunden werden und auch eine Transformation oder zumindest, dass du Klarheit hast und dass hier Lösungen gefunden werden. Wir haben hier grundsätzlich diese beiden Karten gefallen mir an dem Ring megamäßig gut, weil du hast hier Wertschätzung, Anerkennung, du hast hier auch die Sexualität, du hast auch eine Harmonie gewissermaßen hier in dieser Beziehung. Wir haben hier eine Kleinigkeit und zwar haben wir hier den Wunsch nach Freiheit im Hause der Beziehung. Das kann auch darauf hindeuten, dass man so ein bisschen sich nicht festlegen möchte, was wir hier wieder bei dem Herrn im Prinzip haben. Jetzt schauen wir weiter auf den Herrn. Zack, 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 zack. Okay, Hallöchen, wir haben dich erwischt. Okay, wir haben hier, wenn wir einmal hier schauen, wir haben hier diese Unverbindlichkeit und hier haben wir eventuell noch eine andere Frau liegen. Deswegen, er liegt im Hause der Optionen. Was sein kann, dass er noch andere Optionen hat, hatte ich vorhin schon einmal gesagt. Und es kann sein, dass da auch noch Gefühle für eine andere Frau sind und dass er deswegen so ein bisschen unverbindlich hier ist. Der kleine Schlawiner, sage ich euch. Ja, wir haben hier Nervosität. Ne, Moment, warte mal. Tschak, tschak, ja, okay. Wir haben hier Nervosität und Stress auch bei ihm liegen, auch insbesondere über die Klarheit seiner Gefühle. Also ich glaube, er muss Klarheit über seine Gefühle bekommen, was ihm im Moment gerade noch so ein bisschen, das ist auch so ein Ein und Aus, so ein Kommen und Gehen irgendwie. Und das habe ich das Gefühl liegt, weil da irgendwie, und wenn die nicht mehr präsent ist, dann ist sie aber noch in seinem Gefühlsleben. Und dann, zack, und hier hoch.
Ah, okay, hier sehen wir aber Liebe und es geht voran. Aktionen, Aktionen, die hier bezüglich der Liebe stattfinden. Dazwischen, wie gesagt, der Fuchs, den wir jetzt auch tatsächlich aufgedeckt haben, weil da geht es wirklich hier um dieses, ja, im Prinzip, dass da noch eine andere Frau, wie ich schon gesagt, wenn sie nicht mehr präsent ist, wenn die nicht mehr im Leben ist, wenn die sich nicht mehr sehen, dann ist da aber irgendwie noch jemand in den Gefühlen, weshalb er sich nicht festlegen möchte. Der Kleine. Gut, schön, dass wir darüber gesprochen haben, ihr Lieben. Ich mache jetzt einmal ganz kurz auf Pause, denn ich lasse es mir nicht nehmen, doch noch ein paar Orakelkarten zu ziehen. So, ich habe jetzt die Orakelkarten schon gezogen, möchte aber noch ein paar Sachen hier zur Liebe sagen. Die Liebe an sich ist im Hause des Baumes. Da haben wir also etwas, das langsam wächst, eine Langfristigkeit, auch irgendwas, was sich verwurzelt. Nichtsdestotrotz sehe ich, dass wir hier Stress haben, Blockaden und eben. Das sehe ich als Verletzungen an, weil wir eben auch den Fuchs hier haben und das alles so ein bisschen, ja, ja, dieses Gefühl von, dass da jemand nicht ganz die Wahrheit sagt, was wir jetzt ja hier aufgeklärt haben. Das ist alles um die Liebe herum. Das sind alles sehr, ja, sagen wir mal, nervöse Fakten und so. Aber ich habe schon das Gefühl, lass mich doch nochmal schauen hier. Ja, Konflikte mit dem Mann klären und hier den Rückzug der Beziehung. Das kann natürlich auch, das Ding ist, hier kann es natürlich auch darauf hinweisen, dass hier der Rückzug des Versprechens der Partnerschaft ist. Ich habe aber das Gefühl für, es kommt definitiv eine Lösung in die Sache. Es kommt Klarheit in die Sache. Ich habe das Gefühl für 80, 90% geht es aber darum, dass hier eine Lösung gefunden wird, wo ihr quasi dann zusammen, wo man wirklich mal Tacheles reden muss hier. Ich habe das Gefühl, für nur 10 bis 20% geht es darum, dass vielleicht die beste Lösung ist, diese Sache hier zu beenden. Ich habe aber eben auch noch sehr wundervolle Karten hier, und zwar Big Happy Changes, also große glückliche Veränderungen. Mega schöne Karte hier. Legen wir mal hier hin. Dann haben wir hier True Love, also da ist auch schon eine wahre Liebe. Und dann haben wir hier einmal das Thema Reisen. Eine Reise in der nahen Zukunft wird dein Leben auf positive Weise verbessern. Und das finde ich spannend, denn wir haben hier die Reise in der Partnerschaft. Und das kann natürlich bedeuten, dass hier eine Reise auch eben was mit deiner Partnerschaft zu tun hat und diese Reise eben auch deutlich etwas verbessern wird. So, ihr Lieben, dann habe ich jetzt, bin ich glücklich, dass ich auch noch die Orakelkarten ziehen darf. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es resoniert mit euch. Wenn ja, Daumen hoch, kommentieren, Kanal abonnieren. Wenn du deine persönliche Kartenlegung haben möchtest, dann kannst du einmal auf www.avalonrituals.com gehen. Die Seite kannst du auf Deutsch umstellen. Dort kannst du unter Kartenlegungen direkt deine eigene Kartenlegung buchen. Ich habe auch tatsächlich, falls ihr es noch nicht gesehen habt auf dem Kanal, gerade zwei neue Meditationen hochgeladen. Und zwar gibt es einmal die energetische Schnüre verbinden, energetische Schnüre und Verbindungen trennen. So wollen wir es nämlich haben, denn wir wollen in unsere Kraft, in unsere eigene Energie damit kommen. Und dann haben wir einmal stärkende Affirmationen für die Chakren, damit quasi euer Energiesystem ausbalanciert, harmonisiert und gestärkt wird, sodass auch da ihr wieder in die eigene Kraft kommt. Diese Meditation findet ihr auch auf Deutsch und auf Englisch auf der Internetseite Avalon Rituals und sind tatsächlich ganz schnelle 7 Minuten Meditation, sodass man die wirklich, auch wenn man einen hektischen Tag hat, dann doch auch nochmal ganz gut zum Entspannen zwischendurch machen kann. So, dann bin ich gespannt auf euer Feedback. Ich schicke euch wunderbare sonnige Grüße aus dem sonnigen Avalon und freue mich auf die nächsten Videos mit euch.